Leute von heute, was geht? Herzlich willkommen zu diesem Special Star Wars Battlefront 2 Video auf meinem Kanal. Herzlich willkommen auf dem Star Wars Kanal. Hier kommen Star Wars Battlefront 2 Videos für euch und natürlich auch andere Star Wars Spiele. Und Leute, wir haben ein wirklich geiles Thema, nämlich BB-8 und BB-9E, die neuesten Helden, die zu Star Wars Battlefront 2 reinkommen im Januar. Dazu haben wir die ganzen Sternkarten, die ganzen Fähigkeiten als Konzept von mir und natürlich auch ein bisschen so Hintergrund, warum kommen die Helden, warum kommen andere Helden nicht, was steckt dahinter, was ist damit gemeint. Ja, das ist so viel dazu, Leute. Ich hoffe mal, euch gefällt das Video. Übrigens, ich habe einige Nachrichten von euch bekommen, nämlich habe ich damals ein Video gemacht, nämlich Ansage an die Hater. Ansage an alle Hater eigentlich. Und viele Leute haben mir jetzt eine Nachricht geschrieben, haben gesagt, hey Epic, damals ein Video hast du rausgehauen. Ja, du hattest recht. Damals waren es halt andere Zeiten, aber jetzt hast du völlig recht. Das Spiel wird richtig krass supported. Alles kommt kostenlos. In anderen Spielen muss man 10 Euro für den Battle Pass bezahlen und dann hat man einige Sachen, was in Star Wars Battlefront 2 nicht der Fall ist. Hier gibt es keinen Battle Pass. Und ja, die haben gesagt, hey, ja, dein Video war eigentlich hundertprozentig wahr. Und das hat sich somit auch bestätigt. Das ganze Video könnt ihr euch anschauen, wenn ihr wollt. 4000 Leute haben sich das schon angeschaut. Also ja, einige Dislikes sind natürlich auch am Start. Die Battlefront 2 Hater waren ja da noch am Start, als das Spiel so etwas neuer war. Die wollten das Spiel auf jeden Fall tot kriegen, unterkriegen. Und das habe ich nicht zugelassen. Ich habe ja das Spiel von Anfang an supportet. Von Tag 1, wenn nicht sogar früher. Mit der Beta kamen ja schon Videos hier auf diesem Kanal. So Gameplays und so von der Beta. Und ja, jetzt sind wir hier nach über 2 Jahren und ich bringe immer noch Star Wars Battlefront 2 Videos für euch. Und natürlich auch bald andere Star Wars Spiele, ist ja ganz klar. Aber so viel dazu, Leute. Ich bin seit Tag 1 dabei und verteidige das Spiel und sage den Leuten, hey, es ist gar nicht so schlimm, wie es eigentlich so gemacht wird im Internet. Und manche Leute haben es eingesehen, manche Leute sind schon woanders. Ja, aber herzlich willkommen, Leute. Oder schön, dass ihr am Start seid hier bei mir. Immer noch Star Wars Battlefront 2 Action und natürlich auch Star Wars Battlefront 1 wieder. Das große Comeback. Ist ja auch am Start. Ja, so Leute, BB-8 und BB-9E, jetzt kommen wir dazu. Nämlich, wie kommt es eigentlich dazu, dass diese Helden überhaupt gepickt worden sind von den Entwicklern? Wie kamen die dazu? Die haben in letzter Zeit, Leute, viele Sachen gemacht, die wir uns gerne gewünscht haben. Natürlich, eine große Sache kam immer noch nicht seit über 2 Jahren, nämlich Waffen. Was sehr, sehr schade ist. Nach über 2 Jahren haben wir immer noch keine neuen Waffen. Wir gucken uns andere Spiele an, Call of Duty, Battlefield, Fortnite, egal was es ist, die bekommen immer schöne neue Waffen, der Hype ist immer riesig, aber wir haben leider nach über 2 Jahren keine Waffen bekommen und die Ankündigung war auch klipp und klar, im Dezember und im Januar kommen keine neuen Waffen, das ist sehr, sehr schade, deswegen ja, ist ein bisschen schade, aber was willst du machen, so ist es halt, wir müssen halt damit leben, geht halt nicht anders, würde ich halt ja, ein bisschen anders machen als Entwickler, aber so ist es halt, ne? Ja, Leute, was steht eigentlich an? Warum bringen die Helden raus und warum? Deswegen, Leute, wegen den Wünschen. Die haben damals viele Sachen gemacht, die wir uns gewünscht haben, aber die wollten jetzt auch mal Sachen machen, die sie auch machen wollten. Klingt komisch, ja. Die wollen auch mal Sachen machen, die sie gerne entwickeln wollen. Vielleicht nicht die neuesten Helden, vielleicht nicht die Helden, die alle wollen, sondern auch mal Sachen so, die komplett anders sind, die im Spielgeschehen auch anders ablaufen, die sich anders einfach anfühlen. Das wollten die einfach hier kreieren für uns, weil die Bock drauf hatten, das zu entwickeln, das zu programmieren. Und das ist das, warum sie hier auf die neuen Druiden raushauen in Star Wars Battlefront 2. Weil da sind wir mega gespannt, wie sich das Ganze spielen lässt, denn die haben keine Waffen, die haben keine Lichtschwerter. Und wie soll das gehen? Also die haben keine Blaster, ist damit gemeint. Und wie sollen die dann spielen? Wie sollen die gegen einen Kylo zum Beispiel, wie soll BB-8 gegen einen Kylo überstehen in 1 gegen 1? Ja, gegen 1 gegen 1, nein, 1 gegen 1 hat einfach BB-8 keine Chance. Aber diese Helden sollen als Support-Helden für uns ins Spiel hinzugefügt werden. Komplett anders. Die rollen durch die Gegend, die laufen nicht. Die rollen durch die Gegend, heilen die Teammates und sorgen für ein bisschen Abwechslung, sage ich mal, auf dem Schlachtfeld. Und übrigens, falls ich das jetzt auch noch gefragt werde, weil ich mir denke, dass ich das gefragt werde, es sind ja keine Verstärkungseinheiten. Der eine oder andere, der ein bisschen aufmerksam ist, der weiß ja, bestimmte Verstärkungseinheiten kann man nur in bestimmten Ehren zocken. Aber Helden und Schurken kann man überall zocken. Das heißt, BB-8 und BB-9E werdet ihr auf manchen Arealen, manchen Maps sehen, wo es eigentlich null Sinn ergibt, diese zu sehen, aber die werden da am Start sein. Ist halt so.
Aber ja, da kann man halt auch nichts ändern. Das sind halt Helden und Schurken. So werden die gelistet und deswegen kommen die auch rein. Keine Verstärkungseinheiten, sondern wirklich als Held und als Schurke. Und das sind eins. Das ist ein Support-Held und ein Support-Schurke. Wobei man sagen muss, okay, Yoda supportet doch auch. Oder Finn. Ja klar, die supporten auch. Die haben auch eine Heilfähigkeit. Aber für die dunkle Seite gab es nichts. Und jetzt mit BB9E kommt da auch was für die dunkle Seite. Ja, so viel dazu. Also, das wollten die mal machen, weil die haben viele Sachen. Übrigens, Leute, in Battlefront 1 haben die damals auch Dengar und Nine Namp reingebracht, wo die Leute gesagt haben, Alter, euer Ernst, jetzt bringt ihr diese Helden rein? Das muss doch nicht sein. Bringt doch mal den und den rein. Ja, könnt ihr natürlich hier einsetzen. Und natürlich, Frage des Tages, ganz klar, Leute, wie würdet ihr diese Helden machen? Wie würdet ihr BB8 oder BB9E machen? Also schreibt mal eure Wünsche, also eure Gedanken, was für Sternkarten die hätten. Würdet ihr das so ähnlich machen? Könnt ihr es natürlich doppelt schreiben, was ich gesagt habe, nochmal aufschreiben hier in die Kommentare. Also einmal auf der Seite von BB8, beziehungsweise einmal die Sternkarten für BB8 und BB9E. Und zweiter Kommentar, wenn ihr Bock drauf habt, BB9E. Nämlich seine Sternkarten, seine Fähigkeiten, beziehungsweise man kann das eigentlich so machen, dass man die beiden Helden zusammennimmt und ein Kommentar halt die Fähigkeiten, ein Kommentar halt die Sternkarten. So könnte man das machen. Ja, wollen wir es so machen? Können wir so machen. Okay. Ja, deswegen, Leute, kommen auch mal ein bisschen andere Helden rein. Nicht nur die ganz gewöhnlichen, sondern auch mal komplett andere. Und wir haben das damals so ein bisschen komisch empfunden, als Dengar und Nine Namp rauskamen, aber als sie dann draußen waren, die wollen wir gar nicht mehr missen. Wir wollten einfach diese Gameplays haben. Nine Namp hat das so Spaß gemacht und ihr wisst ja noch meine geilen Gameplays mit Nine Namp, die 100+ Gameplays, ja, auf Friedhof der Giganten zum Beispiel. Wow, Alter, das war richtig krass. Oder das Dengar 100+, wo ich immer drauf geschwitzt habe und immer versucht habe mit 100+ und immer so 80+, 85, 90 und dann hatten wir so, waren wir so knapp mit 97, aber dann habe ich auch das 100+ natürlich mit Dengar geschafft. War ein bisschen schwieriger, aber ja, wir haben es hinbekommen. Auf jeden Fall. Ja, sagt da noch nicht, ja, das wird alles scheiße. Nein, das wird nicht scheiße, das wird richtig geil mit Support. Deswegen, Leute, kommt auch nicht Poe Dameron oder General Hux. Die haben jetzt diese Helden nicht hinzugefügt, weil halt diese Droiden stattdessen reinkommen. Also diese kommen auch nicht mehr ins Spiel rein, so Stand jetzt. So, jetzt kommen wir aber zu den Fähigkeiten. Wir haben einmal hoher Sprung, also das habe ich jetzt so geschrieben, weil Klettern ist ein bisschen komisch. Ja, wenn die da erstmal rumklettern, wir wollen ja auch rumklettern. Ich habe dann hoher Sprung genommen, weil es eigentlich das gleiche, dann kommen die halt ja in höhere Gebiete, sage ich mal, einfach können die da hochspringen und die Gegner flankieren noch vielleicht. Ja, dann habe ich als nächste Fähigkeit Schocken. Ist ganz klar, also ich denke mal, das schockt euch nicht, dass ich Schocken genommen habe, oder? Also, dass man den, das sieht man auch in dem Film, dass die Druiden ein bisschen schocken können. Also, das passt eigentlich. Dann habe ich Kampfkommando. Ich denke mal, ja, den Namen könnte man ändern. Wie gesagt, aber unter Kampfkommando versteht man auch heilen. Also, man heilt die Teammates, man heilt sich selber als Druide. Aufladen, das heißt, man lädt die Waffen der Teammates schneller auf oder halt komplett wieder auf Null resettet, dass sie die Fähigkeiten auf, ja, beziehungsweise benutzen können, also die Sternkarten. Dann habe ich noch Täuschung und Offenbarung unter Kampfkommando. Das Ganze werde ich hier auch nochmal erläutern. Und als letzte Fähigkeit habe ich Rauch. Und jetzt kommen wir zu den Sternkarten, Leute. Nämlich, erster Punkt, schnelles Rollen. Man kann dann schneller rollen als Druide. Nämlich, ich fange mit gewöhnlich an, also mit der grauen Sternkarte bis hin zu episch. Also 10%, 15%, 20% und 30% bei episch könnt ihr dann schneller rollen mit den Druiden. Ich denke mal, das ist in Ordnung so. Dann haben wir Kampfkommando, Leute. Das ist halt schneller auflädt, diese Fähigkeit, wo ihr halt die Verbündeten heilen könnt oder aufladen könnt. So, das lädt dann halt schneller auf, wenn ihr es auf gewöhnlich habt, mit 15%, 20%, 25% und 40% auf episch. Das heißt, ihr könnt diese Fähigkeit dann halt öfter benutzen. Dann haben wir Schocken, die Dauer des Schockens, also wie lange man einen Gegner schockt, liegt bei 0,5 Sekunden, 1 Sekunde, 1,5 Sekunden und bei episch bei 2,5 Sekunden, wobei ich mir so denke, das ist wirklich nicht der Favorit der vielen, aber ich denke, das bringen die rein, ja, obwohl ich das nicht gerne haben will, aber ja, Schocken kommt, denke ich, auch. So, dann haben wir Rauch, das ist nämlich die Dichte, falls ihr vom Bosk die Rauchgranate kennt, wisst ihr ja, da hat es auch so eine bestimmte Dichte und das habe ich jetzt auch einfach mal genommen, nämlich auf gewöhnlich 10%, dann 20%, 30% und 50% mehr Dichte, da sieht man gar nichts mehr, da kann man wirklich zielorientiert spielen als Druide, sein Team beschützen und ein Ziel beschützen zum Beispiel, also das finde ich sehr effektiv.
Dann haben wir natürlich Offenbarung, die Weite zum Beispiel, wie weit man jemanden offenbart. Damit ist gemeint, Leute, wie Rays Weitblick, ich glaube, der heißt Weitblick oder so. Man sieht die Gegner halt durch Objekte, durch Wände, durch Bäume und sowas. Das sehen halt die Verbündeten, also man hilft seinen Verbündeten. Die Weite, also wie weit es geht, wie weit man die Gegner offenbaren kann, habe ich bei 20%, 30%, 40% und dann 60%, ja, höhere Reichweite. Das ist eigentlich ganz gut, da sieht man die Gegner und kann halt was machen. Die Dauer habe ich übrigens nicht, das was mir gerade jetzt so spontan einfällt. Dann habe ich Täuschung, das ist mal was ganz Neues. Nämlich als Druide kann man halt die Gegner ein bisschen flankieren, da reinlaufen und gucken, wo die sind und halt seinen Teammates über den Sprachchat natürlich Bescheid geben, wenn man im Team spielt, habe ich jetzt ausgewählt. Ob man das auch irgendwie anders machen kann, weiß ich nicht. Ich habe auf jeden Fall die Länge der Täuschung hier als Sternkarte. Und die Gegner sehen halt auf der Minikarte den Druiden als blauen Punkt. Das heißt, die sehen gar keinen Gegner, was die Gegner absolut dann, ja, orientierungslos macht, wenn die den Druiden dann sehen, okay, das ist doch blau, hä? Okay, also auf der Minikarte zumindest. Die Länge der Täuschung habe ich bei 3 Sekunden, 6 Sekunden, 9 Sekunden und 15 Sekunden, was ziemlich lang ist. Aber ich denke mal, das soll diese Spezialfähigkeit sein vom Druiden, dass er einfach dann halt durch die Täuschung die Gegner absolut, ja, in die Gegner reinrollen kann und absolut sagen kann, hey, Teammates, da sind die. Man kann die auch vielleicht markieren. Sowas in einer ähnlichen Form kann ja auch reinkommen. Ja, Leute, das soll es eigentlich gewesen sein mit dem Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Mein absolutes Konzept zu den neuen Helden, zu BB8 und BB9E. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, Leute. Kommentieren, bewerten, nicht vergessen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao!